Hallo und willkommen zur dritten Folge der aventurischen Geschichtsstunde. Heute treffe ich mich wieder mit dem David. Hallo David. Hallo, schön, dass wir die Gelegenheit gefunden haben. Und Raphael ist wieder dabei. Hallo Raphael. Ja, auch hallo von mir und ich freue mich wieder dabei sein zu können. Ja, wir freuen uns auch sehr. Du weißt ja, ab dritten Mal gehört man zum Inventar, ne? Ist ja erst das zweite. Ja. Heute geht es in der dritten, halt nein, Moment, das ist die vierte Folge, ne? Die erste war ja es ist, okay, also die dritte, verdammt, die dritte Folge der Geschichte und die vierte Folge generell. Und ich habe jetzt festgestellt, ich habe jetzt gerade meine 50. Folge insgesamt auch aufgenommen vom dicken Preußen. Beziehungsweise das ist jetzt dann, glaube ich, die 53. Also hier ist wieder die 3. Und bevor wir heute weiter mit der 3 machen, die nächste 3, Sternträger 3 kommt. Der Schwede, es läuft heute. Ja, also Sternträger 3 ist im Collectors Club vorbestellbar. Das heißt, da steht auch schon ein Datum. Ich habe jetzt aber vergessen zu gucken, wann es kommt. Wisst ihr das gerade irgendwie? Ich meine im Mai in den Collectors Club, ne, Anfang Mai. Und dann würde ich denken, so irgendwie im Juli, Ende Juli wahrscheinlich regulär. Ich glaube, 29. Juli habe ich mal irgendwo gelesen als Datum für den, aber da ist nicht bestätigt von Ulysses. Das war irgendwie eine Spekulation von Leuten, die Collectors Club hochrechnen können. Es heißt, im Juli steht da im F-Shop. Hab gerade nochmal geschaut. So, und Raphael, ich habe gehört, du hast deine letzten zwei Sachen abgegeben und bist jetzt frei in deiner Art, neue Sachen zu schreiben. Was machst du denn im Moment? Ja, genau. Ich habe also die letzten aktuellen Aufträge abgegeben, aber ich weiß, dass schon wieder welche in dem Lauern sozusagen, nicht nur was auch Sternträger angeht, der sechste Band, hoffe ich ja auch noch ein bisschen mitschreiben zu können. Aber davon ab ist tatsächlich eine andere Kampagne jetzt auf dem Schirm demnächst. Das hatten wir auf den Autorenbriefen Ende letzten Jahres ja auch schon mal angeteasert. Da freue ich mich drauf, dass die bald losgeht mit zwei weiteren geschätzten Autoren zusammen. Und das wird auch was sehr Schönes werden. Ich hatte auch da schon mal geschrieben, 4 von 4 Sterne beim aventurischen Metaplot. Also da darf man sich drauf freuen, glaube ich, wenn man Metaplot-Freund ist. Und mit wem schreibst du die zusammen? Ich glaube, das darf man sagen, ohne zu viel zu spoilern, mit Dominik Ladek und Katja Reinwald. Also wir kennen uns ja schon lange, wir haben ja Sturm geboren, war ja mein Erstlingswerk, das habe ich ja mit den beiden zusammengeschrieben. Und bei Hafax waren wir ja auch irgendwie vereint ein Stück weit. Also freue mich, mit den beiden wieder zusammenarbeiten zu können. Und David, was machst du im Moment? Ja, ich warte tatsächlich auch gerade auf Rückmeldungen zu Entwürfen, die ich eingereicht habe. Das heißt, im Moment ist der Schreibtisch angenehm leer. Ich rechne aber auch damit, dass wahrscheinlich nächste Woche eine Sache kommt und dann Ende April noch ein zweites Schreibprojekt. Und bin auch noch so ein bisschen in den Arbeiten am Rabenkrieg dran. Schreibe gerade dafür einen Werkstattbericht, um so ein bisschen eine Innensicht auch zu geben, wie geht man da so vor, wenn man mittendrin in der Kampagne steckt und eins der hinteren Abenteuer schreibt und dann manchmal selbst nochmal zurückblättert, ach, wie war das nochmal in Band 1, weil man dann doch merkt, man hatte so viele Ideen und muss manchmal selber nochmal überlegen, welche davon ist es dann am Ende geworden oder welche hat dann das Rennen gemacht oder bei NSCs nochmal genau nachschauen, okay, welchen Namen hat die Figur bekommen, hat man da nochmal was geändert, hat das Lektorat vielleicht auch nochmal was geändert, da habe ich festgestellt, dass es eben, je tiefer man drin ist, je länger man dann schreibt, desto mehr muss man selbst auch mal wieder den Blick zurückwagen, um nicht irgendwie Fehler einzubauen. Ich glaube, jetzt bist du gerade stumm. Ja, ja, natürlich. Also hast du eine Beziehungsmatrix irgendwie dir erstellt? Ja, aber nicht so sorgfältig, wie man es tun sollte, sondern auf verschiedene Zettel verteilt und mit verschiedenen Ständen. Und ich habe es versäumt, dass von Anfang an, dass ich wahrscheinlich irgendwie wirklich ein Excel-Dokument oder sowas machen sollen, um alle aufzulisten. Habe ich immer gedacht, naja, ich habe die Figuren ja selbst beschrieben oder Armin hat sie beschrieben, wir kennen die ja. Das ist ja unser Hauspersonal quasi. Und man stellt aber eben doch fest, weil dann gibt es mal irgendwie Namensähnlichkeiten. Dann ändert man nochmal einen Namen, damit die NSCs besser unterscheidbar sind und nicht irgendwie der eine Alrik heißt und der andere Alrikio oder so. Und da kommt man dann wirklich durcheinander mit so kleinen Änderungen, wo man dann sich nicht viel bei gedacht hat, sondern einfach vielleicht eine Ähnlichkeit auseinanderzerren wollte, um zu verhindern, dass es Verwechslungen gibt, später bei den Spielern und Spielleitern. Und da habe ich schon festgestellt, dass es ist tückisch, wenn man irgendwie weiß, also man weiß genau, um welche Figur es geht, aber man hat vielleicht noch den alten Namen im Kopf oder irgendeine Eigenart, die ist vielleicht, also Die Figur ist, ihr fehlt ein Auge und erst war es das rechte und dann hat man das später zum linken Auge geändert, was wo die Person blind ist und merkt dann, okay, nee, das hat man irgendwie vertauscht. Und da ist, ja, so eine gewisse Textblindheit bleibt da manchmal nicht aus. Da bin ich auch ganz froh, dass wir zu zweit sind und wechselseitig immer nochmal drüber gucken über unsere Sachen, Armin und ich, weil man einfach dann eher erkennt, okay, da
hat der andere was übersehen oder man guckt nach und merkt, okay, nee, der andere hatte recht, man selber hat das falsch im Kopf. Mhm. Ein zweites Paar Augen ist da manchmal sehr wertvoll. Kann ich auch eine kurze Anekdote zu sagen aus dem Sternträgern aktuell, die uns da leider auch jetzt aufgefallen ist. Es müssen einmal kurz die Leute weghören, die es spielen wollen, aber es ist kein großer Spoiler. Es gibt ja in jedem der Abenteuer so eine besondere Szene, die zu erreichen ist. Und die haben wir, da haben wir ein Kürzel, ich weiß nicht, ich glaube, der hieß sowas wie Zerzahl-Symbol oder sowas, hatten wir als Textmarke da eingeschrieben. Und im ersten Band ist das tatsächlich, ich weiß nicht, wie rum es ist, ich glaube, im ersten Band ist das tatsächlich ein Symbol hingemalt, im zweiten steht nur der Text dazu. Was ein bisschen blöd ist natürlich, aber es ist halt so. Es ist sozusagen jetzt beim vierten oder so aufgefallen, oh, warte mal, gucken wir mal schnell in die Abenteurer, wie ist es denn passiert? Aber genau sowas ist dann, da muss man hinterher nochmal reingucken, wie war denn die echte Umsetzung am Ende des Tages? Ne? Ja. Aber jetzt mal so aus Meistersicht, es wäre doch cool, wenn ihr sowas ihr eh machen wollt, solltet, oder es hilft ja euch auch, wenn ihr so eine Matrix habt. Da gibt es ja auch so eine Beziehungsmatrix-Apps, Programme, sage ich mal. Wenn sowas mit ins Abenteuer kommt, das wäre auch nicht schlecht, oder? Kann man nur mal gucken. Das ist halt immer so kostbarer Platz, ne? Ist dann das Thema. Also dann vielleicht eher als PDF hinten dran oder so. Ja, sowas, genau. Ne? So als sowas vielleicht, ne? Ja. Zusatz-PDF. Mhm. So, wenn ihr sowas eh macht, dann könntet ihr das ja ins Dings, ins da, wo man die Sachen hochlädt. Skriptorium, meinst du? Danke, ja. Genau. Ja, müssen wir natürlich gegebenenfalls mit Ulysses klären. Das sind ja letztlich deren Rechte, was sie damit tun wollen. Aber ja. Das ist wahrscheinlich gerade, wenn die Leute wirklich sagen, sie planen von Anfang an diese Kampagne am Stück zu spielen. Sind ja, also ich weiß, ich glaube, bei den Sternträgern, die sind echt nicht darauf ausgelegt, man spielt sie als Kampagne. Beim Rabenkrieg war ja die Prämisse noch zu sagen, na, man kann die einzelnen Abenteuer auch einzeln spielen und dann ist immer zu überlegen, ne, baut man vielleicht das erste Abenteuer ein, dann nimmt man sehr viel Platz weg. Baut man das letzte Abenteuer ein, dann hilft es auch wieder denen nicht, die vielleicht nur einen Teil spielen. Aber vielleicht ist das Skriptorium tatsächlich eine Möglichkeit zu sagen, da kann man sowas nachdenken. Bei den Theaterrittern gab es, glaube ich, ja auch so ein Heft. Meisterschirm dazu, ne? Ja. Das, ja, auch schon mal. Ich bin ja ein persönlicher, großer Fan davon. Ich habe ja letztens mal auch mal jenseits von DSA geschaut und habe mir bei Pathfinder was geholt. Und da gibt es ja so ein kleines 15-Seiten-Heftchen, was man dazu kaufen kann zur Kampagne, was man dem Spieler auch in die Hand drücken kann, wo so relevante Infos stehen. Also so ein Zusatzheftchen zur Kampagne, das fände ich ja auch mal für DSA spannend, ehrlicherweise. Aber ja, ist die richtige Frage. Wie üblich, David, wann schreibt man es? Ne? Macht man es schon mit dem ersten Teil? Dann verbaut man sich auch wieder vielleicht mögliche Änderungen hinten raus. Wenn es mit dem sechsten kommt, hilft es vielen Leuten nicht, die schon angefangen haben. Ich glaube, ob es da einen Königsweg gibt, das weiß ich auch noch nicht. Ja. Also ich weiß, für die Theaterritter, gab es so ein extra Was wissen die Helden über Spawnland? Das gab es als Download auf der Ulysses-Seite. Und jetzt gerade ist im Skriptorium so ein HTML-Klick-Ding rausgekommen, wo die Leute einmal würfeln und dann kriegen sie eine Info, was sie alles haben. Irgendwie. Okay. Ja, sehr interessant. Also ich hoffe auf das Skriptorium von euch. Oder generell von Ulysses. So, ich würde sagen, dann fangen wir mal mit unserem dritten Zeitalter an. Zeitalter der Drachen. Und es fängt mit einem Rückzug an. Irgendwie, der Güldene hat gesagt, die dritte Sphäre, also deren, geben wir auf. Und wir sind nur noch in Alvaran. Warum? Ja, was man vielleicht noch genau noch mal kurz, um alle wieder abzuholen, die für die Götter in Alvaran momentan, ein paar davon quasi für die DSA-Spieler altbekannt, die man auch heute noch dort verortet, ein paar Namen, die dem Aventurier, der im Zwölf-Götter-Glauben aufgewachsen ist, eher ungewohnt erscheinen. Und bisher war es eben so, dass die Götter nicht so klar es sich in Alvaran bequem gemacht haben, sondern auch auf der Welt gewandelt sind quasi und dort sich direkt eingemischt haben und dadurch ja auch dazu beigetragen haben, dass es eben recht beachtliche Verwüstungen zum Teil gab, wenn denn da verschiedene Interessen und Meinungen und Prinzipien aufeinander getroffen sind. Und wie du gerade schon gesagt hast, genau, hat dann der Güldene eben zu Beginn des dritten Zeitalters entschieden, dass die dritte Sphäre nicht länger der Ort sein soll, wo die Götter sich aufhalten und wo sie ihren Plänen nachgehen, sondern sie sollen eben sich zurücknehmen ein Stück weit und die Tetrasphäre den Kurzlebigen, den Sterblichen und den wenigen Unsterblichen, die dort verbleiben, überlassen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Zusatz am Ende des Tages. Die Kurzlebigen umfassen halt auch solche, komme ich wieder zu meinen Lieblingsriesen zurück, ja, zum Beispiel, also Wesen, die auch über 1000 Jahre alt werden und selten natürlichen Todes sterben, aber eben entweder keine Ambitionen hatten, selber zu Göttern zu werden oder um das Ringen in Alvaran einzusteigen oder
ja, Unsterbliche, aber eben nicht Göttliche sind, so wie man es vielleicht nennt. Ne? Mhm. Wisst ihr, habt ihr irgendwie rauslesen können, warum? Weil vorher ging es ja darum, es dürfen nicht alle nach Alvaran rein und jetzt sollen denn plötzlich alle nach Alvaran rein. Also meine persönliche Vermutung, aber das ist auch wieder nur eine, da werde ich ja immer bei sowas aufmerksam, wenn der Satz anfängt mit der Güldene verkündet, dass es so ist. Ja, dem unterstelle ich ja erstmal per Definition keine Götterfreundlichkeit oder Menschenfreundlichkeit, ne, ob das vielleicht schon ein erster Schachzug war, um seine Widersacher auszudünnen oder um vielleicht zu gucken, wie kann ich andere beschneiden, um meine eigene Macht zu stärken. Ich würde denken, dass das ein Teil davon war. Ja. Mhm. Und ein Stück weit schreibt es ja auch fort, was vorher schon geschehen ist, diese Ordnung der Dinge. Es gibt eine Trennung, also die Zwiebel quasi mit den verschiedenen Schichten und alles hat seinen Ort und seine Ordnung. Und in dem Moment, wo eben die Sterblichen mehr werden und die Götter ihr eigenes Refugium haben, ist das vielleicht auch ein Stück weit ein Schritt zu sagen, man ordnet die eben jetzt diesem neuen Platz zu und trennt damit auch ein Stück weit alles in seinen Bereich. Okay, die Götter sind weg, haben die Sterblichen allein gelassen. Und was ist jetzt ihr Plan? Gucken sie einfach zu, schauen Fernsehen? Oder wollen sie noch, sie wollen da sicherlich noch weiter Einfluss ausheben, oder? Sie wären ja nicht die Götter, wenn sie sich dann zurückhalten, sondern sie überlegen sich also schnell was Neues oder wahrscheinlich haben sie sich sogar schon parallel zu dem Entschluss überlegt, wie sie ihren Einfluss da stärken können. Das ist, indem sie, ich glaube, sie heißen Auserwählte erschaffen oder Leuten die Macht geben, in ihrem Namen etwas zu tun, die besondere Kraft bekommen, die aber eben nicht die Götter selbst sind. Das sind besondere Kreaturen und letztlich kommen daraus dann ja auch erst die echten, richtigen Götterkult in Anführungszeichen, dass sie auch Sterbliche finden, die zu ihnen über diese Auserwählten wahrscheinlich im ersten Schritt beten. Das ist für das Ego eines Gottes auch immer ganz schön, wenn es zahlreiche Sterbliche gibt, die dann sagen, hey, der wohnt zwar nicht hier, denn er ist weit weg, aber der ist derjenige oder die ist diejenige, die genau das vorlebt oder von der wir genau glauben, dass sie das will, was uns auch zusagt. Und deswegen machen wir jetzt fleißig Götter, Göttinnendienste. Das kommt ja auch erst auf an der Stelle jetzt. Ja. Okay, dann haben die Götter jetzt die Auserwählten gemacht und Nandus hat gesagt, ich mache den Besten. Ja, das ist ein bisschen ein Thema, was sich durchzieht, ne? Dass dieser Wettstreit, wo die Götter auch sehr menschlich erscheinen in diesem Wettstreiten, wer ist der Klügste, wer ist der Beste, wer ist der Geschickteste im Nutzen seines Einflusses. Mhm. Und bei Nandus ist es so, dass der jemanden erschafft, der ja später in der DSA-Historie noch eine große Rolle spielen wird, den Alvaran ja das Wissen, der zu diesem Zeitpunkt noch ein Wesen ist, sich später aber teilen wird in zwei Entitäten, die dann als Borbarad und Rohal später einmal bekannt werden sollen. Und damit, ja, also für die Zeit, die deutlich näher an unserer aventurischen Gegenwart liegt, die fürs direkte Rollenspiel auch bespielbar ist, noch eine große Rolle spielen werden. Oh, jetzt müssen wir einen Spoiler ranmachen. Okay. Ich glaube, ist das ja auch cool, dass eine der, was hier zum ersten Mal vermittelt wird, auch eine der größten Kontroversen, die, glaube ich, über diese Historia und gekommen sind, weil man ja, ich sag mal, der geneigte Ur-DSA-Spieler von 1984 oder wann, ich bin ja erst deutlich später dazugekommen, ehrlicherweise, für den war ja immer die Setzung, Nandus ist der Sohn von Hesinde und Fex, also ein Halbgott, und hier taucht plötzlich auf im dritten Zeitalter, Fex hatten wir zwar auch schon gehabt, der hier was tut, aber Nandus als völlig eigene, besonders machtvolle Entität, also nichts von Halbgott, der hier etwas schon schafft. Also das ist, ich glaube, was auch nicht überall gut ankam, aber ist eine neue Setzung, die erst einmal, die aber letztlich natürlich auch ein Stück weit plausibel ist. Also ich will jetzt gar nicht pro oder contra eingreifen, aber offenbar ist Nandus jetzt mittlerweile, kann man vielleicht sagen, jemand, der deutlich mächtiger ist oder zu dem Zeitpunkt zumindest war. Ja. Wobei er kam ja auch schon im zweiten Zeitalter vor, er wurde ja der Berater vom, beziehungsweise auch schon im ersten Zeitalter, glaube ich, ne? Im ersten, was ich jetzt gerade, ich glaube schon, im ersten kam er auch schon und im zweiten wurde er dann offiziell der Berater vom Güldenen. Mhm. Aber hier nimmt er, wie gesagt, diesen Alvaranianen des Wissens eine besonders prominente Rolle ein und wie schon David sagt, ist das zum ersten Mal jemand, über den man noch häufiger stolpern wird, diesen Alvaranianen des Wissens, ja.
Und was macht ihm so besonders? Ja, ich würde sagen, da ist der Wille einzugreifen nochmal oder der Wille auch Wissen zu sammeln und dadurch zwangsläufig einzugreifen nochmal stärker. So ein bisschen hat mich das so an diese Forscher- und Laborratten-Situation erinnert, ne? Weil es in der Historia heißt, dass er eben ganz gezielt auch oder wissentlich ein Volk in Tod und Verderben führt, nur um quasi zu erforschen, wie reagieren die darauf und wie gehen sie damit um. Und genauso eben auch dann andere Völker mit besonderem Wissen ausstattet, um auch zu schauen, wie entwickeln die sich weiter. Das ist so ein, sehr nüchtern kalkulierendes Beobachten, finde ich, was jetzt auch wieder, also natürlich nicht so passt zu diesem zwölfgöttlichen Überlieferung geschilderten Bild der guten Götter, die sich eben um die Menschen sorgen und auch den Menschen was Gutes wollen. Genau, diese Formulierung auch, er möge Wissen sammeln, koste es, was es wolle. Ne, das ist ja auch, das würde man eher dem Güldenen zuschreiben, zumindest in der Sicht der zwölfgöttlichen Kirchen vielleicht, so ein Schwarzmagier, so ein skrupelloses, ne? Alles ist gut, wenn ich damit einen Fortschritt erziele, dann kann ich über Leichen gehen, was auch immer tun, ich habe ja einen Fortschritt erzielt. Das passt, also das ist ja sogar bei Fex schon eher die Grenze, wo man dann zu seinem Widerpart hinkommt. Deswegen, genau, das passt so nicht in das, was man heute in dem Zwölfgötter-Glauben sieht. Ja. Aber wenn der so die Leute ins Verderben schickt und selbst daneben steht, dann könnte er doch jederzeit sterben, oder? Ja, auch da hat Nandus vorgesorgt und hat eine ganz besondere Form der Unsterblichkeit sich überlebt, nämlich keine leibliche, dass quasi der Körper unkaputtbar ist, aber eine Unsterblichkeit der Seele, die quasi an die dritte Sphäre, an diesen Ort gebunden ist und dann über kurz oder lang stets einen neuen Leib, einen neuen Körper findet, in dem sie weiter oder wieder sich einfinden kann. Und ja, auch das ist eben was ja genau, also zu viel vorwegnehmen, aber in Richtung Borbarat-Kampagne, was da ja eine ganz wesentliche Rolle spielt, eben zu sagen, es ist etwas, was immer wiederkehrt. Das sind zwei Prinzipien, die immer wiederkehren und eben bestimmte Abläufe, die sich so ein Stück weit auch über die Zeitalter hinweg wiederholen werden, weil eben viele andere unsterbliche oder auch göttliche Wesen ja tatsächlich vergehen über die Jahrhunderte, Jahrtausende, Jahrzehntausende oder in Vergessenheit geraten, aber das eben ein Prinzip ist, was überdauert in unterschiedlichen Gestalten, Körpern und mit unterschiedlichen Erfolgen, wie das dann auch ausgeht, aber immer wieder kommt, eben nicht verschwindend. Ich finde es ja interessant, sie schreibt ja jetzt hier auch, dass das der Anker ist, der sein Wesen bis heute und vermutlich bis ans Ende aller Zeiten durch die gesamte Schöpfung Nachhalt hält. Also da kommen wir ja noch darauf, das ist ja auch eins der großen, was mit Nandus passiert und wo Karma jetzt herkommt, dass es hier im dritten Zeitalter der Anker dafür gelegt wurde. Okay, ich will jetzt immer Menschen sagen, aber es sind ja keine Menschen, die sterblichen Wesen, die Kulturschaffenden, würde ich sagen. Das sind ja diese Auserwählten, sind das auch Alvaranier? Weil der von Nandus heißt ja der Alvaranier des Wissens. Der Rest denn, sind das alles Alvaranier dann? Oder hat er ihn einfach nur so genannt, weil er es kann? Ja, also meine Interpretation davon ist ehrlicherweise, das sind nicht alle Alvaranier in dem Sinne, denn das heißt ja auch tatsächlich, die sind nicht unsterblich. Ja, für mich zählt, also ich verstehe es zumindest so, David, widersprich mir, wenn du es anders siehst, aber dass diese Champions, wie man sie heute teilweise kennt, ne, also ein Aika Brasorak oder irgendwie sowas, das ist auch ein Auserwählter damals gab es Äquivalente, so will ich es mal nennen, ne, die auserwählt sind und bei aller Macht, die der Aika mit sich führt oder auch an andere hatten, ist er nun mal kein Alvaranier und wird es in dem Sinne auch nicht sein. Also ich weiß nicht, ob es da eine fließende Grenze gab oder ob es halt ein paar Götter, die Selbstbewussteren unter ihnen, die gesagt haben, wir nennen unsere Alvaraniere und statten sie ein bisschen besser aus. Das ist, weiß ich nicht genau, aber ansonsten sind die meisten Auserwählten eher eben sowas wie diese Champions, die man heute halt auch durchaus noch treffen kann. Aber dann natürlich, die deutlich jünger sind, weil sie eben wirklich sterblich sind und immer alle Jubeljahre oder alle Jubeljahrzehnte, Jahrhunderte erst wieder erscheinen. Ne? Gut, dann haben wir jetzt die, ich habe es ja schon gesagt, die Kulturschaffenden. Aber die Tiere bekommen auch Auserwählte. Das sind dann die Tierkönige. Konnten die alle sprechen dann und machen und tun oder was ist mit denen dann passiert? Die zumindest werden dann ja unsterblich. Das ist dann ja ein Geschenk,
Zatuarias am Ende, die das so toll findet, dass es auch Tierkönige gibt, dass die unsterblich gemacht werden. Die sind halt von besonderer Stärke nicht nur, aber eben auch von einer besonderen Weisheit. Das ist ja auch nochmal ein bisschen wichtig, dass sie sagen, naja, die sollen wissen, wo ihr Platz ist. Also nicht, dass der Tierkönig der Ameisen der Meinung ist, er würde die Welt anschließend überrennen oder so etwas, sondern sie sollen auch erkennen, so ein bisschen, wo ihr Platz in der Geschichte ist. Tierkönige sind ja irgendwie so eine DSA-Besonderheit, weil die immer mal wieder auftauchen, wenn man sie gerade braucht, ein Stück weit. Und es auch keine abschließende Übersicht oder sowas gibt, was auch gut ist, finde ich persönlich sehr, sehr gut sogar. Deswegen auch mal mit Blick auf die Tierkönigen, die man so begegnen kann, die meisten von denen konnten zumindest kommunizieren in dem Sinne. Ich gehe davon aus, dass das im Wesentlichen die werden tun können. Die sind ja unsterblich und haben viel Zeit zu lernen, sage ich mal. Ich würde es aber auch vom Tier abhängig machen. Ne? Also gerade wenn das Wissen ist, du weißt da, wo dein Platz ist, da bist du besonders gut. Das überlege ich gerade selber. Aber wenn man eine als hinreichend dumm geltende Tierrasse hat, bin ich mir nicht sicher, ob der Tierkönig dann auch so besonders sprechen kann am Ende des Tages. Ja, also. Oder überhaupt Interesse verfolgt. Genau, vielleicht auch das nicht. Genau. Konversation hat oder höherer Philosophie. Ja. Ja, sie schreibt ja auch, dass die Tierkönige am Anfang gab es mehrere und dass die je nach Tierart haben sie entweder versucht, alle anderen auszulöschen oder es ihnen einfach egal war und sie durch die Welt gestriffen sind und dann haben sie es ja gemacht, ein Exemplar pro Tierart. Also es gibt wirklich der Ameisentierkönig und Schabentierkönig. Und sogar einzelne Pflanzen, die auch. Also auch da gibt es ja keine detaillierte Auflistung, aber auch damit angedeutet, es gibt eben auch einige Pflanzenarten, die ein königliches Exemplar ihrer Art besitzen, das dann eben über besondere Fähigkeiten und eine gewisse Unvergänglichkeit verfügt. Kennt man, was sind denn so die bekannten Tierkönige, die man noch so kennt? Jetzt gerade im aktuellen DSA. Ich glaube, der Hirsch oder so, ne? Oder der In den streitenden Königreichen gibt es ja den Auerochsen und den Hirsch, also die so ein bisschen auch die Symbol sind für den uralten Zwist des Landes. Zum Ende von DSA 4 gab es an den Splitterdämmerungsbänden einige teilweise inflationär auftretende Tierkönige. Da wird ein Tierkönig der Haie mal angedeutet. Dann hat man den der Eisbären ist es, glaube ich, und der Falken und noch irgendein anderer noch dabei in einem der Bände. Weiß jetzt gerade nicht mehr, welcher es war. Aber und auf Maraskan ist doch auch irgendeinem Witzko-Roman, meine ich, oder sowas. Ne? Gibt es irgendeinen maraskanischen Tierkönig, aber ich weiß auch, habe ich lange her, dass ich es gelesen habe. Ja. Da eignen sich auch, glaube ich, manche Regionen einfach eher dafür, so ein Element einzuführen als andere, wo das dann vielleicht eher, die weniger märchenhaft sind oder einfach nicht so eine Historie haben, wo das gut passt von der Region her, von der Kultur. Ich habe mir jetzt gerade gedacht, ich muss mal Jens fragen, für DSK, dann muss es ja auch einen Katzentierkönig geben, oder? Und ist er erwacht? Es fällt das nächste Crowdfunding erst für. Ja. Okay, die Götter haben jetzt die Tierkönige, also haben sich jetzt auf eine pro Rasse entschieden, aber haben noch ganz viele Auserwählte. Läuft es denn so, wie sich das vorgestellt haben? Nicht immer überall zumindest. Also es ist dann doch so, was aber auch damit zusammenhängen mag, also denke ich mir, dass auch die Götter ja unterschiedliche Vorstellungen davon haben, wie es denn zu laufen hat. Und ja, auch deren Anhängern also Wege und Philosophien vermitteln, die ja auch nicht immer völlig miteinander vereinbar sind. Also so unterschiedliche Elemente sind ja auch die anderen Prinzipien, die Götter vertreten. Und zu erwarten, dass dann, wenn man so unterschiedliche Götter hat, die alle ihre Vorstellung haben davon, wie es sein sollte und ihren Einfluss ausdehnen wollen, ist es ja auch ein Stück weit naheliegend, dass eben nicht immer nur Friede, Freude, Eierkuchen herrscht. Und das ist dann so ein Stück weit die Ursache, dass man sagt, man braucht eine ordnende Macht, die eben nicht nur fern in Alvaran ist, sondern auch vor Ort ihre Eingreiftruppe hat, sage ich mal. Zumal es eben auch Völker gibt, die erschaffen wurden von Unsterblichen, deren Erschaffer aber vergangen sind durch Oger und auch die Trolle werden genannt in Estoria. Gerade bei den Ogern denke ich mir auch, die sind ja eh schon dafür bekannt, dass sie nicht die freundlichsten Gesellen von allen sind. Und wenn dann jetzt noch irgendwelche Götter, die gerade meinen Erschaffer und Papi getötet haben, mir auch noch sagen wollen, was ich tun soll, kann ich mir gut vorstellen, dass die Ogre sagen, ihr könnt mich mal, machen so weiter, wie wir wollen. Ja. Also deswegen, da waren die Götter vielleicht auch ein bisschen naiv am Anfang, zu glauben, dass es so funktionieren würde. Na, okay, wenn es nicht funktioniert, was haben sie dann gemacht? Einmal Reset gedrückt, alles platt gemacht und nochmal neu angefangen?
das wollten sie ja gerade nicht machen. Also sie haben schon gesagt, nee, wir müssen irgendwie, ne, müssen konsequent bleiben. Ist ja erstmal gut an der Stelle. Ist ja auch nicht immer so. Haben ja genug Umentscheidungen der Götter gesehen. Aber an der Stelle haben sie gesagt, nee, das ist unser Entschluss. Daran halten wir fest. Wir müssen jetzt Wesen schaffen. Ja, das sind vielleicht nochmal so eine Art Stellvertreter in Anführungszeichen. Ne? Wesen schaffen von besonderer Macht, die uns vertreten können, die halt keine Götter sind, aber die man respektiert und ernst nimmt, so will ich es mal formulieren. Und das sind letzten Endes dann die Drachen geworden, oder die großen Drachen heißen sie, glaube ich, genau genommen. Unterscheidet man von den Tatzelwürmern und Co. später, aber auch von normalen Riesenlindwürmern. Und tatsächlich heißt es dann auch, jeder Gott darf einen solchen erschaffen, sodass man am Anfang 17 große Drachen hat, die dann nach Aventurien oder ja in die dritte Sphäre zumindest entsandt werden. Ja. Okay, jeder hat also einen Drachen erschaffen. Hat da wieder der Goldene wieder den Größten oder hat sich Fex den Größten erschaffen? Der Goldene hat sich zumindest einen der bekanntesten erschaffen, nämlich Pyrdakor. Ja, jetzt haben wir ja schon vorhin über Sternträger mal gesprochen, also der taucht ja auch in heutigen Publikationen immer mal wieder noch auf. Das ist sicherlich einer, den die meisten DSA-Spielerinnen und Spieler, die ein bisschen mit Historie zu tun haben, auch noch einfach kennen, weil der natürlich ganz im Sinne seines Erschaffers auch genug Unheil angerichtet hat in der Zeit und oft genug nach Macht greifen wollte. Ja. Ich glaube, das ist ja auch dann der goldene Drache, ne? Wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Also steht da prächtig, leuchtend und Gold wird dazu beschrieben in der Story, dass er ja eben auch, was die Persönlichkeit angeht, diese, ja, das Selbstbewusstsein bis hin zur Arroganz, dass er da auch was übernommen hat, eben von seinem Erschaffer. Und dann, kann man wohl davon ausgehen, dass er angemessen seiner Stellung als Drache, das zu dem Zeitpunkt höchst unter den Göttern, wahrscheinlich auch eben eine Erscheinung hatte, die ihn ausgezeichnet hat gegenüber den übrigen Drachen. Was haben die Drachen denn gemacht, nachdem sie da sind? Haben sie gesagt, okay, wir sind jetzt hier, betet uns an? Oder haben sie gesagt, oder gab es denn Konflikte unter ihnen, weil jeder das gleiche Stück Land wollte? Oder? Im Grunde findet auch wieder so ein Stück weit so ein Ordnungsschaffen statt. Also eben jetzt ein Unterteilen in verschiedene Provinzen, Reiche, Einflussgebiete, wo eben zu jedem, für jeden Bereich einer dieser Drache die Zuständigkeit oder die Vorherrschaft übernimmt und es ja vielleicht einzelne Sterbliche oder einzelne kleinere Völker gibt, die dem versuchen zu entgehen, indem sie in ganz entlegene Gebiete abwandern, wo aber doch eben die Masse der Völker eben in Gebieten lebt, die jeweils einem der Drachen unterstehen und wo dann auch deren Ordnungsvorstellungen gelten. Okay, also die Drachen teilen es auf, dann unter ihrer Anleitung werden große Drachenstädte errichtet, zentrale Orte Herrschaftsausübung. Und gibt es denn von diesen Städten noch welche? Oder sind die alle untergegangen im Laufe der Äonen? Also es wird eine benannt, die man noch heute kennen oder kennen kann. Draconia im Raschtulswall. Wobei das war eine meiner ersten DSA-Erfahrungen, glaube ich. Ne? Also das wurde ja auch, das war ja tatsächlich mal eine der Entdeckungen, die man früher machen konnte im Rahmen von DSA-Editionen, sage ich mal, vor der fünften. Also es ist nicht immer erst neue, uralte Städte konnte man nicht immer erst jetzt wieder entdecken, sondern Draconia ist ja nicht in der ersten 1984er-Version schon drin gewesen, sondern das kam erst später, wurde erst wieder entdeckt mit der, ich glaube, relativ bekannten Magierakademie. Ehrlicherweise, was mir nicht klar ist, welchem der Drachen Draconia zugeordnet ist. Ich habe ehrlicherweise aber auch nicht mehr die ganzen anderen Draconia-Texte durchgewühlt. Aber das ist zumindest die einzige, von der man sagt, dass sie irgendwie noch die Äonen überdauert hat. Was sicherlich nicht heißt, dass kreative Autoren nicht künftig nochmal Drachenstädte irgendwo auftauchen lassen dürfen. Aber sie sind zumindest so abgelegen, dass man sie nicht mehr so nebenbei heute finden kann. Ja. Ich glaube aber im Dings, ich habe es jetzt auch gerade offen hier, sie schreibt, ich bin sicher, dass damals Teklador einen großen Teil seiner eigenen Kräfte in die Gemäuer gebunden hat, seinem Patron und Erschaffer folgend. Wer ist denn der Erschaffer von Teklador? Dürfte Nandus sein, ne? Oder Teklador ist, glaube ich. Genau, drin. Also haben wir hier, das steht jetzt da nicht drin, aber ich könnte mir vorstellen, hier haben wir noch einen Anker von Nandus. Nandus hat ja einen Teil von sich gegeben, um den Drachen zu erschaffen. Der Drache hat einen Teil von sich gegeben, um das zu erschaffen. Ja. Und ich meine, also das ist jetzt aber auch so ein bisschen, es gibt doch in Draconia, gibt es da auch dieses Drachenheiligtod irgendwie. Genau. Das, wo man tatsächlich, also diese Verehrung der Drachen auch ein Stück weit gebraut hat, zumindest dinglich.
Ja, genau. Wobei dann wieder die Frage ist, warum ist das die Stadt, die Teklador damals erschaffen hat? Warum wird genau in dieser Stadt werden alle Drachen? Weil das ist ja genau dieses Drachenheiligtum. Das hat ja alle Linien der großen Drachen, die da abgehen. Also gut, Teklador ist so ein bisschen auf das Ausgleich bemüht war, in Anführungszeichen immer. Wobei ich dann ja eher gedacht hätte, dass hier so ein Jalsikor oder ein anderer Drache, der so ein bisschen als der Gutmütige und ich habe alle lieb, so ein bisschen Harmoniedrache ist, hätte der nicht vielleicht eher dann diese das bauen sollen. Aber ja. Es ist sehr, sehr interessant, was da hier so drin steht. Gut, die Drachenstädte, die Drachen bauen Städte oder lassen Städte bauen. Kommen wir doch mal zu den Völkern. Beziehungsweise bevor wir zu den Völkern kommen, haben denn die alle Völker die Drachen einfach so anerkannt? Haben die gesagt, ja, es ist okay, ihr seid da, ihr seid mächtig, wir verehren euch? Naja, es hat ja direkt die große Zitategeberin der Historia relativ deutlich gesagt, ich kann Drachen nicht leiden. Also mindestens Halvin sagt, nee, lasst mal, den gehe ich lieber aus dem Weg. Ich will nichts mit denen zu tun haben. Und sagt auch, dass es auch andere Ebenen gegeben hat, die versucht haben, also vielleicht auch einen Weg zu finden, um um irgendwie parallel zu den Drachen zu existieren. Ne? So wie. Okay. Und es ist eben auch da wahrscheinlich, also eben wie auch schon in den vorherigen Entwicklungen, immer dieses, auch dieses Durchsetzen von Macht eben auch durch Gewalt, dass die einen unterwerfen sich freiwillig, die anderen werden unterworfen und wieder andere eben ja versuchen, sich dem zu entziehen. Sie erschaffen aber doch jetzt schon den Drachenorden, glaube ich, ne? Die Mantrakim. War das richtig ausgesprochen? Ich würde es auch so aussprechen zumindest, ja. Also die Drachen haben gesagt, ich muss nicht alles selber machen. Ich erschaffe die Mantrakim. Und die Besten werden zu einem Orden zusammengerufen, der dann in den Kampf gesandt wird, wenn ein Volk oder Stamm eingeschüchtert werden soll, ohne dass gleich ein echter Drache bringt. Finde ich interessant. Also ob nun jetzt ein großer Drache kommt oder eine Armee. Also es hört sich jetzt nicht nach, das ist weniger schlimm an. Ja, das wird so ein bisschen von oben nach unten durchgereicht. Die Götter schicken die Drachen und die Drachen schicken dann wieder ihre Handlanger quasi, um für Ordnung zu sorgen. Aber auch das, also während ja die Drachen selbst nicht mehr in so, oder seltener, in den meisten Abenteuern deutlich weniger direkt eingreifen in die Handlung, sind ja die Mantrakim immer noch aktiv und auch in dem ein oder anderen Abenteuer durchaus auch als Gegenspieler der Helden anzutreffen. Das ist in Drakensang sind die ja eine Fraktion, der gegen Jutta spielt. Und auch in der Drachenchronik auch, ne? Drachenchronik, genau. Und da sind die auch, also er sieht, das ist so auch, also langsam finde ich, fängt es auch an jetzt im dritten Zeitalter, dass man eben diese Spuren deutlicher nachverfolgen kann, die hier in Anfang nehmen und auch in der aventurischen Gegenwart noch ihre Auswirkungen zeigen und nicht mehr nur reiner Mythos sind, es war einmal dies und es war einmal das. Wie sehen die denn aus? Also, was sind das? Also, ja, es ist halt irgendwie so noch eine Mischung aus Drache und den Echsenwesen, also den Achats vielleicht am ehesten. Ne, also, ich glaube schon, die waren auch relativ groß. Ich meine mich zu erinnern, dass sie so 3-3,5 Schritt groß gewesen wären von auf zwei Beinen. Also, ein bisschen ein übergroßer Achats, jetzt mal ein Stück weit sagen, mit so leicht drachischen Zügen noch. Okay. Man merkt schon, dass es nähert sich so ein bisschen an, auch den jüngeren Völkern, zwei Beine, zwei Arme und so, das sind nicht mehr die Eisriesen und die Feuerriesen oder so, sondern es wird schon so ein Stück weit, ja, nähert es sich den neueren Größen von Lebewesen an. Wenn wahrscheinlich auch die körperliche Kraft und die Kraft der Magie noch deutlich überlegen ist allem, was später kommt. Ja. Und kommen die Drachen auch untereinander eigentlich gut klar? Also sind ja alles Brüder und Schwestern, sage ich mal. Haben Drachen ein Geschlecht? Das ist eine gute Frage. Also der Drache heißt es oftmals. Also es gibt auch Drachinnen natürlich, ne? Also in normalen Aventurien, sage ich mal, ne? Gibt es das. So eine Bekannte auch im Ortland, glaube ich, Kaiserdrachinnen. Aber von den Großen sind alle als der. Und die Endung Ohr klingt auch nicht sehr weiblich, muss ich gestehen. Ich weiß nicht, ob die kein Geschlecht haben vielleicht, aber auch. Aber es ist tatsächlich auch so. Wenn ich es richtig im Kopf habe, bei den Drachen, zu denen Calvin mehr sagt, dann sagt sie dann auch eben er und nicht sie hat dieses oder jenes getan. Oder er geriet im Streit mit. Aber zu der Ursprungsfrage nochmal, nee, die streiten sich auch sehr viel und da sind auch zwei Beispiele ja genannt über Drachen und ihre gesamten Völker, die in dieser Zeitpunkt vernichtet werden. Kalfakor und Xanedor,
Namen kannte ich ehrlicherweise auch nicht vor der Historie. Ich weiß nicht, ob sie vorher gab. Was ich ganz spannend finde, weil die auch Göttern zugehörig waren, die man die als untergegangen zählen, während Xanedor der Wächter über alle Geheimnisse ist, da kann ich mir noch vorstellen, dass die Drachen sagen, den müssen wir mal schnell loswerden. Das ist mir, wer weiß, ob der doch in der Hinterhand hat gegen mich, war Kalfakor der Bewahrer der Traditionen. Also das ist ja, wenn ich mir alleine über den Beinamen denke, jetzt wäre jetzt nicht der erste von meinen Brüdern, den ich töten würde, weil er ja ein Stück weit auch meine Macht oder meinen Auftrag mit hochhält. Und ich mache mir schon mal eine mentale Notiz. Ich glaube, da will ich mal was zu machen. Das klingt ja spannend. Das muss ich mir was zu überlegen. Also ein bisschen in der Historie wühlen ist immer ganz gut. Also tatsächlich so mindestens zwei der großen Drachen sterben jetzt in diesem Zeitalter. Ah, okay. Und die Mankarim? Ich meine, haben die immer, wem folgen die immer? Immer dem Goldenen oder weil er der Höchste ist? Also der goldene Drachen für Pyraktor? Oder was haben die gemacht? Also ich habe das tatsächlich so verstanden, dass da jeder Drache sein eigenes Gefolge sich erschafft, dass die zwar vom Wesen her, vom Aussehen her ähnlich sind, dass aber durchaus jeder Drache eben über solche Mantrakim gebietet und die dann eben auch losschicken kann, wenn es darum geht, seinen Willen in die Tat umzusetzen. Ja, okay. Jeder die eigenen, die kämpfen dann wieder miteinander, aber trotzdem können sie sich überdauern und gibt es immer noch. Das auch nicht schlecht. Sind die eigentlich unsterblich? Also das habe ich jetzt nicht gelesen. Oder vermehren die sich normal? Das ist eine spannende Frage, ob die jetzt heute in aventurischer Gegenwart noch aktiv sind, ob das die gleichen sind, die quasi schon im neuen Zeitalter hinter sich haben oder ob das die Nachkommen derer sind. Ich glaube, das ist auch nirgends genauer festgelegt. Also ich würde es vermuten. Ich meine, wenn man mal reinschaut, heute begegnet man ja, also man kann Fuldigor noch begegnen. Ne? Der ist ja, glaube ich, auch, wenn ich mal so drüber schaue, der einzige, wo man echt eine Chance hat, in dem Heldenleben, nicht nur, weil es ein Abenteuer gibt, wo man wirklich mal zu ihm hinreist, sondern dass man eine Chance hat, den mal zu sehen und die anderen, die irgendwo in den Limbus umherreisen oder wo auch immer, oder vielleicht nur noch existieren, weil man es nicht genau weiß. Also in meiner Vorstellung sind das die gleichen, so würde ich es immer nennen. Aber klar, es ist nicht genauer gesagt. Und ich würde nicht Fuldigor fragen, ob er der gleiche ist oder ob er eigentlich erst der vierte seiner Art ist, der Jungspund. Nee, also bei den Drachen, da würde ich jetzt auch davon ausgehen, dass es die gleichen sind. Aber ich meine die Mantrakim. Aber ob die Drachen die gleichen sind, ist auch eine gute Frage. Also vereint sich ja alles im Karfunkel. Wenn man vergeht, kommt aus dem Karfunkel ein neuer oder so? Oder man packt seinen Karfunkel rein und dann ist man durch und dann kommt ja nichts. Wer weiß. Ja, ich glaube, vielleicht auch voller Absicht nicht im letzten Detail festgelegt. Ich weiß nicht, die Boron-Kirche, die betrachtet ja die Karfunkel tatsächlich als die Grabmäler der Drachen. Das darf man die auch nicht so einfach kaputt hauen oder schnöde hin und her verkaufen, weil man sagt, das ist quasi der Ort, wo deren Seele schläft oder überdauert. Ich meine, das ist wahrscheinlich wie die Sache, dadurch, dass man keine Vergleichsinstanz hat, die das beurteilen kann, weil eben selbst unsere erzählende Riesin irgendwann eben aussteigt aus der Erzählung, hat man keine wirklich verlässliche Erzählinstanz, die dann sagen kann, genau so war es. Und das lässt eine gewisse Freiheit für die Spielleiter und Abenteuerschreiber. Vielleicht kommt ja auch noch was. Was die Mantrakim angeht, würde ich tatsächlich auch eher erwarten, also die deutlich kurzlebiger erwarten. Ich meine mich auch zu erinnern, der Mantrake ist, glaube ich, der Singular, dem man in der Drachenchronik begegnen kann. Da hat da schon ein Alter angegeben, was in n-tausend Jahren angegeben ist. Also da die würde ich tatsächlich eher als eine normale, in Anführungszeichen, normale Rasse sehen, die natürlich deutlich länger lebt als andere, aber jetzt nicht in Zeitaltern lebt oder sowas. Ne? Ja. Haben die Drachen, wenn die jetzt schon sich einen eigenen Orden machen, haben die noch mehr erschaffen? Oder wurden denn neue Völker jetzt dann auch gekommen? Haben die Drachen da gesagt, okay, ich will jetzt auch eigene Völker erschaffen, Gott spielen? Die Drachen waren es nicht, also die Götter selber, wobei es steht im Text, erschaffen sich einige Götter neue Völker, die sie den Drachen anvertrauen. Aber das heißt für mich eigentlich eher sowas wie hier, ich habe was Neues, pass mal gut auf, dass dass dir nichts passiert. Und weniger, dass jetzt, ich sag mal, als Beispiel wird ja hier zum Beispiel auch, als Beispiel hier Praios aufgeführt, der die Gryphonen erschafft als Wesen. Da wird er nicht vorher seinen, ich glaube, Darador ist der Praios zugehörige Drache, den wird er nicht vorher gefragt haben in meiner Sicht. Hier, was hältst du davon, wenn ich Gryphonen mache? Sondern die setzt er eben einfach vor und sagt, hier, das sind Gryphonen, die sollen in meinem Dienste stehen, die sollen meine Idealen folgen, achte mal drauf, dass das Volk sich entwickeln kann. So würde ich es eher nennen. Ah, okay.
Die Griffonen, die gibt es ja heutzutage unter den Namen Feliden, glaube ich, ne? Ich war mir da gar nicht so sicher, worauf das abzielt, weil ich zuerst tatsächlich an so Greifenartige dachte, also die Greifen, die Erken und die Sphinxen, die sind ja hervorgegangen aus einem Ursprungsvolk. Und bei den Feliden musste ich stark auch an die myranischen Völker denken. Da gibt es ja auch die Katzenartigen, also die Tigrier und Pardier und Ammonier. Da war ich mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob das auf das eine oder auf das andere abzielt oder vielleicht auch auf beides, dass es vielleicht einen Überbegriff gibt und das waren die Katzen- und Katzengreifvogelartigen Völker quasi und aus denen sind vielleicht später verschiedene Untervölker hervorgegangen. Okay. Kommen wir vielleicht auch noch dazu, wenn wir in den Zeitaltern voranschreiten, da gibt es ja auch teilweise nochmal eine genauere Beschreibung, wie Völker sich auch entwickelt haben und welche untergegangen sind und welche Nachfolgevölker quasi überdauert haben. Ja. Reichsgraben hat sich ja dann die Wulfen erschaffen. Ja, da bin ich auch schon mal gestolpert, als ich es gelesen habe. Die sind mir vorher auch noch nie begegnet, muss ich sagen. Ich glaube, die sind auch eine Neuschöpfung der Historie. Ich weiß nicht, Raphael, ob du die vorher kanntest. Das Einzige, wo ich Wulfen kenne, das ist in der Filiason-Saga, wo sie aber ja eine deswegen, na klar, das sind auch irgendwie Reißgraben und Nivesen, das gehört ja auch wieder alles irgendwie ein Stück weit zusammen. Aber ist für mich auch eine völlige Neusetzung gewesen, ja. Na, man kann ja noch sagen, die Gryphäen werden hier beschreiben, diese Kreaturen sind vom großen, schlanken Wuchs, haben Katzenköpfe und Schwänze, ähneln aber ansonsten den meisten anderen Zweibeiner. Die kräftigsten unter ihnen haben Löwen und Tierköpfe, teils sogar mit Reißzähnen der Säbelzahntiger. Geschickte dann wieder Leoparden, sehen aus wie Leoparden oder Geparden. Dann gibt es auch noch kleine mit Luchs und Katzenköpfig. Und die Wulfen ähneln, haben ähnliche Leiber, aber die Köpfe sind wie bei Wölfen. Und der Herrscher ist Ulvador und das ist ein Drache mit Wolfskopf. Und das kommt gerade in meinem Hirn, das ist schwer mir das vorzustellen. Einerseits Drache mit Flügeln und Schuppen und dann Wolfskopf mit Haaren. Ja, die Historie liefert uns leider keine Abbildung. Das ist tatsächlich etwas schwer, sich bildlich auszugestalten. Okay, Marder. Jetzt kommen wir zu Marders Volk und Marders Frevel. Das ist eine schöne Überschrift, muss ich sagen. Was hat Marder gemacht? Vielleicht würden wir mit dem Volk einmal, fangen wir mit dem Volk an, dann kann David was zum Frevel erzählen. genau, Marder, es wäre jetzt übertrieben zu sagen, ist schon so ein Stück weit im Niedergang, aber Marder streitet sich, scheint einer der streitlustigen Götter zu sein, auch mit Nandus relativ viel und tatsächlich stirbt ihr Drache mit dem Namen Nirandor, sagte mir vorher auch so nicht, ehrlicherweise, auch vor den Auseinandersetzungen mit Pharmendor schon und dann sagt sich Marder auch so jetzt, ne, Drache schon tot, jetzt will ich mir was anderes haben, vielleicht auch ein neues Spielzeug haben und sie erschafft ein neues Volk, die Bashuriden. Und das ist ganz interessant, weil über die Bashuriden könnte man noch heute noch so ein Stück weit stolpern. Ne? Da sind wir ja vor einiger Zeit, gab es da auch erst ein bisschen was im Rahmen eines Kaiserau-Konvent vor zwei Jahren? Ja. Genau, da ist man schon mal auf so ein paar Spuren in Abenteuern gestoßen und wer das Dornenreich sich ein bisschen genauer anschaut, der findet da auch Spuren von dieser alten Rasse, die damals aufkommt. Und das sind besondere Menschen ist nicht Humanoide, so muss man es nennen, genau, die nämlich so ein drittes Auge auf der Stirn haben und das sehr zaubermächtig sind und das kennt man ja auch heute noch bei einigen Leuten oder im Myranor ist es auch gar nicht mehr ganz so selten, aber so dieses dritte Auge auf der Stirn, das sagt man ja auch anderen Leuten nach, ob der Horas auch irgendwie so ein drittes Auge hat oder so zumindest die Macht davon hat, weiß ich auch gar nicht genau, wie die finale Setzung ist, aber zumindest ist das etwas, was ein Stück weit die Jahre überdauert hat und sich irgendwie auch ein bisschen auf die Menschen ausgeprägt haben muss. Also diese Bashuriden sind dann doch schon deutlich menschenähnlicher als andere Rassen. Also sie tragen ja in Myranor den Namen Archera. Und genau, die Alten, also die Altvorderen, von denen sich auch ja die aktuellen Herrschergeschlechter dort ein Stück weit ableiten und eben sagen, wir sind deren Nachkommen, deren Nachfolger und das ermächtigt uns auch die Herrschaft über das Imperium und über die Horasiate und das hängt ganz eng zusammen, die Marders Volk und Marders Frevel, denn Marder ein Stück weit ist die so, wie ich mir eigentlich eher nach der göttlichen Überlieferung die Götter vorstellen, nämlich wohlwollend gegenüber den Menschen, nicht nur irgendwie machtgierig und herrschsüchtig, sondern auch so ein Stück weit gutmütig und sie empört sich im Grunde darüber, dass die meisten Götter ihre Völker in
die Verunständigkeit, Unselbstständigkeit halten und will dann daran was ändern. Und ihr Ziel ist es im Grunde, den sterblichen Völkern eine größere Freiheit zu verschaffen. Und was dann kommt, das ist so ein bisschen so eine Prometheus-Geschichte. Also Prometheus arbeitet ja auch mit List, um den Menschen das Feuer zu bringen und die anderen Götter zu übertölpeln. Und ganz ähnlich macht das Mada auch, die eben den Plan ersinnt, den Menschen einen stärkeren Zugang zur Magie als dem edelsten unter den Elementen zu geben. Und die weiß, das kann ihr nicht alleine gelingen. Und deswegen versucht sie, weitere Götter für ihren Plan quasi zu gewinnen. Nicht dahingehend, dass sie denen, schon wissend, dass sie nicht die gleichen Ziele teilen, aber eben appellierend an deren Eigeninteressen und Machtinteressen. Und so gelingt es ihr im Verein mit einigen weiteren von ihr überlisteten oder von ihr verführten Unsterblichen eine Öffnung in die Trennung zwischen den Sphären zu reißen, also diese göttliche Ordnung, die entstanden ist in den vorangegangenen Zeitaltern, ein Stück weit wieder da kräftig dann zu rütteln, sag ich mal, und einen Riss in die Sphären, zu schlagen, durch den dann die wilde, ungebändigte Magie hindurchströmt und eben in die Stratosphäre gelangt. Und das wird beschrieben als ein sehr brachialer, gewaltiger Vorgang und die Magie kommt dann so kräftig und mächtig, dass eben das für viele Sterbliche auch zu viel ist und die in diesen Strom geraten, vergehen in dieser puren Macht und entweder daran sterben, dass sie davon hinweggefegt werden oder weil ihr Geist, ihr Verstand das nicht zu fassen vermag. Es gibt aber eben auch einige unter den Bashuriden, die in der Lage sind, das zu verstehen, das in sich aufzunehmen, das zu kontrollieren und die dadurch eben an Macht enorm dazugewinnen und auch zu sehr mächtigen Magiewirkern werden. Und bei denen, so erzählt Calvin, verfärbt sich das dritte Auge, das sie auf der Stirn tragen, schwarz. Und das ist eben auch das Symbol, also was ja so ein Stück weit auch wieder, was sich Müller noch wiederfindet und auch in der Darstellung der Maske des Meisters bei DSA ganz ikonisch ist, dieses dritte Auge auf der Stirn, was symbolisiert, dass die ja über eine besondere Weitsicht, besondere Einblicke und besondere Macht verfügen. Hm. Ja, es gibt dann einen ganz besonderen, der natürlich wieder extra Screentime sozusagen bekommt. Das ist der Nandos Alvaran, ja, das Wissens, den hatten wir ja schon gehabt. Und wie man das so erwartet bei, ja, passt ja auch immer bei so einem skrupellosen Forscher, sobald der Spitz kriegt, dass da irgendwie so ein Sturm, so eine Art Astralsturm entsteht, der Macht verleiht, ist er einer der Ersten und stellt sich quasi mitten rein. Das heißt, sein Körper stirbt, er vergeht, aber wir wissen ja, Nandos hat das so geschickt eingefädelt, dass er zwar körperlich sterben kann, aber seine Seele da verbleibt. Und als er also dann in einer Reinkarnation wiederkommt, gilt er fortan als ein sehr mächtiger Zauberer. Und so haben wir die Herren Baubart und Rohal ja auch kennengelernt, Jahre später, oder auch in ihren Zwischeninkarnationen, die es dazwischen noch gab. Ja. Du bist wieder stumm noch? Danke. Mada hat es also geschafft und alles ist gut? Für wen ist die Frage? Für Mada vielleicht nicht ganz so, denn die Götter sind da ein bisschen stinkig. Sie wird, so heißt es, von anderen Göttern ergriffen und wird zur Strafe für den Frevel in die sechste Sphäre verbannt. Hier in dem Text heißt es jetzt, soll mit Kraft und Magie dafür sorgen, dass kein Dämon Zugang zur Welt der Sterblichen erhält. Aus der heutigen Sicht der zwölf göttlichen Kirchen kennt man ja Mada als das Mada-Mal, was da am Himmel aufgeht und die Nacht ein Stück weit erhält. Ist eine gute Frage, ob das eine mit dem anderen erstmal nicht ganz so viel zu tun. Ich meine, bekannt ist ja eher, vielleicht könnte man es ein bisschen ableiten, dass die meisten Dämonenwirker nicht im Praios hellen Tageslicht ihre Dämonen rufen und dass dann Mada vielleicht nachts auffassen soll, aber das wäre schon ein bisschen konstruiert vielleicht. Ja. Wobei, Mada wurde ja nicht gleich ergriffen, sondern dieser Riss in den Sphären hat generell hat den Wald zwischen den Sphären insgesamt beschädigt und Calvin spricht ja davon, dass die anderen sechs Elemente sich einen Weg in die dritte Sphäre bahnen. Und damit hätten wir insgesamt sieben. Sie meint aber, es gibt noch ein achtes, aber sie weiß nicht mehr, was es ist. Und jetzt ist meine Frage, welche anderen Elemente? Also wir haben ja jetzt Magie, Feuer, Wasser, Humus, Luft, Eis. Luft, Eis, dann haben wir... Erz haben wir schon gehabt, weiß ich nicht. Erde, dann Erz, genau. Erz, genau. Ja, das sind sieben und das achte wissen wir nicht. Hm.
Ja, das ist auch, also, muss ich sagen, habe ich an der Stelle auch zum ersten Mal gelesen, war mir vorher auch noch nicht begegnet, diese Sicht, dass es, also damit quasi alles schön seine Ordnung hat, dass es immer einen Gegenpart geben muss und alles schön gleichmäßig verteilt, dass es eine gerade Zahl sein muss. Und dadurch, dass sie ja auch nicht genau benennt, wie was es denn nun für ein Element ist, wirkt das so ein bisschen auch, ne, also mal alles und nichts. Man hat so, man kann das dann aufgreifen für die eigene Spielrunde oder für eine Plot-Idee, aber es ist auch nicht so richtig greifbar. Ja, sie schreibt ja, durch die Freisetzung der Magie scheint das Element nicht überlebt zu haben. Also muss es ja das Gegenteil der Magie sein. Würde ich mal jetzt so sagen. Aber was ist das Gegenteil der Magie? Ja, ich würde auch denken, da gibt es keine Auflösung für. Es ist ja auch ehrlicherweise eine Interpretation von Halvin, muss man auch so klar sagen. Ne? Und in Aventurien ist ja oft auch wieder üblicher, ne? Also modernen Aventurien und die sechs Elemente, dadurch hat man dann wieder die glatte Zahl und das ist dann eher so, dass eben die Magie als siebtes Element das ungewöhnliche ist, der neue Denkansatz, während man meistens von den sechs Elementen spricht, bei der Djinn-Herbeirufung zum Beispiel oder vergleichbarer Zauberei. Ja. Jetzt kommt Marder auch zum der Erkenntnis, ich kriege die Schatten nicht mehr dicht und bittet die anderen Unsterblichen, also die anderen Götter um Hilfe und dann nehmen sie sie gefangen und sagen hier, wie kannst du es sein? Was, die können sie einfach schließen und dann? Naja, durch diese Macht der Elemente, die er, also erstmal gibt es zwei Dinge. Einmal durch diese Freisetzung der Magie ist jetzt Magie im Umlauf, so will ich es mal nennen. Und dadurch kommt es ja erst dazu, dass jetzt von den Sterblichen es Leute gibt, die eben über Magie verfügen können, die sie wirken können. Also quasi das die Geburtsstunde der Zauberkundigen. Ja, also Gildenmagier natürlich war damals noch nicht dran zu denken, aber ab diesem Zeitpunkt können auch die kleinen sterblichen Rassen jetzt auch Leute hervorbringen, die astrale Kräfte besitzen. So will ich sagen. Das ist das eine, aber das andere ist nun auch, es entstehen auch gewisse Orte, also Durchbrüche, wo die anderen verbleibenden sechs Elemente besonders stark in der dritten Sphäre werden, wo die sogenannten Zitadellen der Elemente entstehen. Das ist ja ein spannendes Thema, was ja irgendwie so im Zuge der Borberat-Kampagne relativ viel bekommen hat und danach eher abflachte wieder ein Stück weit, wobei es, glaube ich, noch viele Leute gibt, die das immer noch sehr spannend finden, weil noch nicht so viel gesetzt ist, was denn mit diesen Zitadellen passiert und wo sie denn genau liegen. Einige wenige sind bekannt und das sind sicherlich typische Orte, wo man eigentlich nur als ist ein richtiger Heldenort, wo man eigentlich mal, wo der Normal-Aventurier nicht hinkommen wird, aber so ein richtiger, so ein ultimatives Ziel für eine Heldenexpedition, sag ich mal. Ne? Also die sind alle auf Dere irgendwo verteilt. Genau, insbesondere sind sie nicht alle in Aventurien, das ist ja auch, ich glaube, die Humus-Zitadelle ist in Myranor, meine ich, irgendwo oder sowas, da gab es ja einen Roman zu, also die ist zumindest nicht in Aventurien, aber sie sind irgendwo verteilt über Dere, ja. So, jetzt kommen wir zum Ende, zum Karma-Korteon, das Ende des dritten Zeitalters. Es gab Bürgerkrieg, Bürgerkrieg der Drachen, sag ich mal. Die Drachen haben sich gegeneinander bekämpft, die Sterblichen auf jeden Fall auch. Und es gibt immer noch viele Drachen. Und nun passiert wieder etwas anderes. Dieses Mal sind es nicht die Götter, die aus der dritten Sphäre gehen, sondern jetzt müssen einige Drachen gehen. Was ist denn da passiert? Ja, die Drachen sind halt noch mal stärker geworden, ne? Und vielleicht ein Stück weit auch den Göttern ein Dorn im Auge, zumal ja einige der Götter offensichtlich keine Drachen mehr haben, weil sie zwischendurch gestorben sind. Ich stelle mir das auch so ein bisschen wieder aus heutiger Sicht wie so eine politische Konsensentscheidung vor, ne? Dass man sagen muss, es gibt ja halt gewisse Parteien, die dürfen keine Minister stellen, keine Ahnung was, und deswegen einigt man sich jetzt mal und es dürfen aber nicht mehr alle mitspielen. Nimmt man sechs Drachen, die auf Dere bleiben sollen, die da darauf achten sollen nennt die fortan dann die sogenannten alten Drachen und dann wählt man eben aus der Menge der Drachen sechs Stück aus, die diesen Job bekommen und die übrigen sollen über die sechs Sphäre und den Limbus wachen und werden später hohe Drachen genannt. Also dann teilt man diese großen Drachen in alte Drachen und hohe Drachen auf. Was war die sechste Sphäre? Hast du mich erwischt. Ja, ich habe ja gehofft, dass das mir jetzt jemand sagen kann. Ich weiß es nämlich auch gerade nicht mehr. Das Problem ist, dass die in Aventurien nicht so klar angelegt sind, ne? Dass man sagen kann, man zählt von einer in die nächste. Das ist die Sphäre, die neu hinzugekommen ist im Vergangenen, also in unserem letzten... War das Totenreich dann? In unserem letzten Podcast, als es um die zweite Sphäre ging,
Das ist im Grunde der Ort, wo die Zauberkundigen ihre Kraft herziehen und die geschaffen wurde quasi als Wall gegen die Dämonen. Also der Sternenwall quasi, der verhindern soll, dass das Gefährliche, das Bedrohliche die hineinbricht und die Ordnung der Welt stört. Ja, okay. Und das ist da, wo Mada auch gelandet ist nach der Lesart. Also die sechste Sphäre ist das Bollwerk, ist praktisch die Mauer gegen den Dämonen-Sultan und seinen abscheulichen Horden. Da haben wir jetzt also sechs Drachen und Mada. Hier haben wir jetzt das erste Mal, dass es das, was uns erzählt wird, dass wir hier diese 12 haben. Sechs Drachen hier, sechs Drachen in der sechsten Sphäre. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass das ungefähr mit dem Überlieferung der 12 Göttlichen zusammenfällt, ne? Ja, wobei man sagen muss, dass natürlich in der 12 göttlichen Überlieferung noch sehr rudimentär nur etwas über dieses sehr, sehr lange zurückliegende Zeitalter bekannt ist. Das stimmt schon. Mhm. Ja. Aber klar, genau, man hat diese 12er, diese Zahl mit 6 und 6 auf der einen Seite und 12 Göttern auf der anderen Seite, die irgendwie zusammenpasst. Hat aber, jetzt ohne vorweggreifen zu wollen, in künftigeren Episoden hier gibt es natürlich dann Konflikte, weswegen man nicht so leicht sagen kann, naja klar, 12 Götter, 12 Drachen, das passt schon, weil sie sind ja nicht alle gleich freundlich. Man muss auch sagen, die Drachen haben über die Zeitalter dann auch ihren Gott gewechselt, ne? Sind ja alle nicht mit dem Gott zugetan, von dem sie erschaffen wurden. Das fand ich auch interessant, dass sie es können. Was vielleicht auch damit zusammenhängt, ne, dass die Aspekte oder die Ideale, die ein Gott wahrnimmt, dass die sich ja ändern. Dass man also nicht den Kriegsgott hat, der für alle 12 Zeitalter der Kriegsgott ist, sondern bestimmte Zuständigkeiten sich auch bei den Göttern verschieben und den Drachen aber ja auch feste Zuständigkeiten gegeben wurden, eben über die Traditionen zum Beispiel zu wachen oder über die Prophezeiung oder über die Ordnung, und dadurch würde ich vermuten, kam es eben da auch zu Verschiebungen, weil dann die Konzepte und die Prinzipien nicht mehr ganz deckungsgleich waren oder jemand eine neue gottartige Wesenheit dieses Prinzip dann in Alberan bestimmt. Ja gut, du sagst es, neues Zeitalter, das heißt, die Sitze werden gemischt oder neu ausgelost, beziehungsweise Kaa ernennt neue Götter, die regieren können. Also wir können da schon mal sagen, der Goldene, Mithra und Fex verbleiben weiterhin der Position, die sie waren. Mada ist raus, ja. Und hier übernimmt Nandus nun zusätzlich zu seiner Beraterfunktion die Herrschaft über die Magie. Mhm. Was hat sich noch verändert? Ja, bei den Elementen ist noch eine der einzigen Sachen, die noch bekannt ist, das Kauka, ist ja auch jetzt nicht mehr so die Göttin, die man heute als Göttin sieht, das Element Luft verliert und durch Krysir ersetzt wird. Den findet man schon eher wieder in älteren Äonen, in etwas komplizierterer Schreibweise, wenn man an Nixon denkt, sozusagen. Ne? Ja. Und ansonsten bleiben einige bekanntere Namen bleiben, also Prios weiterhin als Herr über das Element Feuer, Firun über Eis, Charybda über das Wasser, das heißt dann ein paar können sich quasi behaupten, können sich durchsetzen und andere verschwinden dann wieder. Das ist tatsächlich, wie du gesagt hast, das ist die Sitze werden quasi neu gemischt und es scheint ja nicht so ein völliges Durcheinanderwirbeln zu sein, dass sich quasi mit jedem Kamakorteon quasi sich alles ändert, aber es gibt doch immer so Verschiebungen, die dann eben dafür sorgen, dass das, was im zweiten Zeitalter geschildert wird, sehr weit weg ist von dem, was der Aventur ja jetzt im 11. Zeitalter oder zu Beginn des 12. Zeitalters für eine Vorstellung hat, wie das in Alvaran zugeht und zugegangen ist. Ich fand es interessant, dass sie schreibt, drei Götter, deren Namen nicht mehr überliefert sind, und sie einfach vergessen haben ihre Aufgaben verloren. Und sie schreibt mehr oder weniger, sie haben Kaa versucht zu überzeugen, aber Kaa meinte, nö, ihr seid nicht mehr wichtig, schönen Tag noch. Also nicht die Götter, sondern die Ämter, dadurch auch die Götter natürlich. Aber das finde ich sehr interessant, dass man sagt, okay, ihr das, was ihr bis jetzt gemacht habt, das brauchen wir jetzt nicht mehr. So ein Stück weit eine Reduzierung. Eine ähnliche mit den Drachen hat man ja auch das Gefühl, es waren quasi 17 zu Beginn des dritten Zeitalters und jetzt im Übergang sinkt die Zahl nochmal. Ja, also 5 sind in den Drachenkriegen gestorben. Was sagt denn die 12 göttliche Überlieferung? 3 tatsächlich nur, oder sind, warte mal. Ja, aber es müssen ja, wenn es vorher 17 waren, jetzt nur noch 12, dann müssen ja 5 gestorben sein. Ja, wobei ich glaube, das mit den 12 kommt tatsächlich. Kann das sein? Oder sind das im vierten Zeitalter schon 12? Also es heißt hier... Ja, ja.
Das ist Mada fällt raus und ihr Amt wird quasi von Nandos mitverwaltet. Dann fallen die drei hinaus, die der Namen nicht überliefert sind. So, ich war jetzt gerade bei den Drachen. Bei den Drachen, entschuldige. Entschuldigung, ja, dann da sind wir bei 12, genau. Ja. Ja. Und wie viel waren es am Anfang? 17 oder 18? 17, genau. Hm? 17, genau. Also von denen sind 5 Drachen gestorben. Genau. Die Namen sind nicht ganz, also wie gesagt, Kalfakor und Xanedor haben wir vorhin schon gefunden. Dann ist Mardas Drache Nirandor gestorben und das heißt auch, dass Vasinor, der Freund von Nagladur, verstorben wäre. Das wären 4. Und dann müsste man jetzt gucken, wer in der Liste von den 12 nicht mehr zu den 17 von vorhin passt. Dann hätten wir den letzten, der irgendwo. Ich glaube, dieser Ulvador, ne? Der Ulvador taucht nicht mehr auf. Und den wissen wir zwar noch, dass er der Anführer der Wulfen war, aber der muss irgendwo zwischendurch verloren gegangen sein. Also von dessen Tod ist nichts bekannt, aber er ist nicht mehr in den 12 dabei. Erklärt vielleicht auch, warum der Volk der Wulfen sich nicht durchgesetzt hat. Ja. Jedenfalls nicht in Aventurien. Genau. Ja, daran könnte es liegen. In den, es gibt hier nochmal eine Infokarte nochmal von der Redaktion, dass in Publikation der erste Drachenkrieg auf eine Zeit vor über 200.000 Jahren datiert ist. Aber sie sagen selber, ich zitiere hier, zum Glück ist das eine sehr schwammige Formulierung, denn sie trifft auch zu, wenn dieser Krieg vor 1 Million Jahren stattgefunden hat. Wir haben uns an dieser Stelle dafür entschieden, keine Jahreszahlen zu nennen. Finde ich auch schön. Ja, mindestens. Ich kann mir vorstellen, dass das dem ein oder anderen DSA-Fan, der eben wirklich gerne alles ganz genau wissen will und eben auch diese Festlegung, ja genau, gibt ja die einen, die sich beschweren, die sagen, Aventurien ist eigentlich schon viel zu eng beschrieben und die anderen sagen, sie wollen aber gerne wirklich auch diesen Detailgrad und eben auch wissen, wie ist es denn wirklich, zumindest als Spieler, auch wenn es vielleicht ihre Heldinnen und Helden nicht wissen. Und ja, mit dem Kunstgriff eben zu sagen, es ist mindestens 200.000 Jahre her, kann aber auch deutlich länger gewesen sein, lässt man sich die Freiheit eben offen. Was sicher auch sinnvoll ist, eben mit Blick auf zukünftige Geschichten, die man noch erzählen kann, nicht zu viel, was zu weit weg ist, schon in allen Einzelheiten festzulegen. Ich habe jetzt gerade noch mal kurz geschaut. Es gibt aber tatsächlich einen kleinen Widerspruch, was unseren Freund Ulvador angeht, weil der in einem der späteren Zeitalter noch mal auftritt oder sein Tod da zumindest beschrieben ist. Er jetzt aber weder zu den Alten noch zu den hohen Drachen kommt. Also entweder der hat eine Sondersituation bekommen als einziger nicht alter, nicht hoher Drache. Oder Halvin ist halt auch nicht allwissend. Ne? Bleibt nichts daran. Aber wir werden im späteren Zeitalter noch mal über ihn stolpern. Ich würde jetzt gerade sagen, naja, vielleicht ist es mit der Zeit, aber die Zeit ist ja inzwischen festgelegt, also kann es daran auch nicht liegen. Wobei ja auch tatsächlich, das hatten wir ja, glaube ich, in der ersten Folge mal auch, dass eben Calvin so ein Stück weit auch so eine unzuverlässige Erzählerin ist, ne? Dass man eben sagt, sie ist auch, sie ist keine absolute Instanz, sondern sie steht so ein Stück weit auch da mit drin, hat auch ihre eigene Meinung zu bestimmten Dingen, mag genau. Eine mehr, das andere weniger. Vielleicht lässt sie es auch damit ein Stück weit erklären. Sie sagt ja auch, sie mag keine Drachen. Ja. Was hat denn die zwölfgöttliche Kirche geschrieben? Die sprechen ja ganz anders. Die sagen ja, dass die Drachen im ersten Zeitalter angesiedelt sind, wo sie aus den Tränen von Lothar vorgegangen sein sollen. Und ja, der zwölfgöttliche Schöpfungsmythos ist da, glaube ich, sehr akkurat. Da hat alles seine Ordnung. Es fängt mit Los und Sumu an und dort wird eigentlich schon alles vorherbestimmt. Und deswegen ist da einiges schon deutlich früher festgelegt. Und die Drachen haben eben auch so eine ganz feste Zuordnung, weil es eben nur 12 Götter gibt, weil es nur 12 Götter geben darf, sind das eben von Anfang an immer nur 12 gewesen. Und Ja, und ganz interessant finde ich, vielleicht ist auch wieder nur eine andere Darstellung von Halvin, aber als ich mir so das durchgelesen habe, was die Halvin beschrieben hat, ne, dass da steht, 6 Drachen werden auserwählt in zu wachen, die anderen müssen die 6 Sphäre und den Limbus bewachen. Das klingt für mich, wir haben die 6, die das Große losgezogen haben, die bleiben in der 3. Sphäre. In der 12 göttlichen Mut, das ist ja genau umgekehrt. Ne? Da sagt man, es gibt 6 Drachen und der Pyrdakor begehrt wieder auf und kriegt von Farmelor eins drüber. Und Pyrdakor muss in der 3. Sphäre bleiben und die anderen 6 dürfen nach Alvaran. Also die tauschen ja ein Stück weit dieses, welcher Job ist denn eigentlich der schönere von beiden, ja. Denn die 12 Götter sagen ja auch, dass die hohen Drachen als Wächter, den Göttern an Alvaran als Wächter dienen sollen. Und das ist jetzt wieder eine andere Sphäre, als Calvin beschreibt. Genau, ja klar. Gut, dann kommen wir noch zu Mada. Mada im zwölfgöttlichen Glauben. Mada gilt ja da als die Tochter Hesindes mit einem sterblichen Vater. Was... Genau. Es ist wieder der Zwang, da es nur 12 Götter geben kann und darf,
ist das, ja, muss sie quasi, kann sie göttliche Abstammung sein, kann aber nicht auf der gleichen Stufe stehen wie die Zwölfe. Ja. Und auch nicht gestanden haben vorher. Und das ist auch die Geschichte mit dem Mond, ne, die wir vorhin schon kurz hatten, die finde ich eigentlich auch sehr schön oder ja, ist halt einfach für mich die vertrautere Geschichte und ich finde, hat auch was eben, weil das so eine dauerhafte Erinnerung ist. Ne? Dadurch ist, durch das Mana-Mal ist eben dieser Frevel ist allgegenwärtig und ist auch eben auch, ja, wird von den einen als Befreiungsakt gesehen, von den anderen als große Fehltat, aber es ist unübersehbar, weil das Mana-Mal eben jede Nacht am Himmel steht. Und das ehrlicherweise, klar, man ist damit aufgewachsen, hätte ich fast gesagt, aber die Geschichte, die kennt man eben so besser, das passt für mich auch so. Ne? Praios ist einfach stinkesauer, dass Mara jetzt die Magie freigesetzt hat und jetzt soll sie für alle Ewigkeiten da oben am Himmel stehen und ihren Dienst verrichten. Also das finde ich stimmig. Da haben die 12 göttlichen Kirchen gut Überzeugungsarbeit geleistet. Okay, dann haben wir das dritte Zeitalter abgehakt oder besprochen und dann kommen wir dann das nächste Mal ins vierte Zeitalter. Wie es heißt, die Blütezeit der Schrate. Na, da bin ich ja mal gespannt. Ja, das ist auf jeden Fall was für Raphael, ne, weil da die dominierenden Völker, die Riesen und die Zyklopen und die Trolle sind da. Ja, sehr gute Leute. Haben wir denn noch was vergessen im dritten Zeitalter? Oder möchtet ihr noch irgendwas ergänzen? Was ich nur gerade noch gesehen habe beim Blättern, also wo wir es ja von den Feliden vorhin hatten, die bekommen auch noch ihr Zeitalter. Ne? Im sechsten Zeitalter werden wir denen wieder begegnen, den Katzenähnlichen, die dann ihre große Zeit haben. Ja, es wird noch spannend. Gut, dann würde ich sagen, machen wir Schluss für heute. Ich danke euch beide für eure Zeit, eure Expertise und Raphael, du weißt ja, dass die nächste Folge ist ja deine Folge und dann sind wir beim dritten Mal. Ja. Ich muss mal vorher gucken, ob ich eine Ausstiegsklausel noch vereinbaren kann. Aber ja, ich freue mich auf die vierte Zeitalter. Gut, dann wir danken euch da draußen für eure Aufmerksamkeit. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Wenn ihr Fragen, Wünsche, Anregungen habt, kontaktiert uns irgendwo. Wir kriegen das irgendwann irgendwie mit. Und dann noch einen schönen Tag, schönen Morgen, schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss auch von mir.